Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Fabian Anniversary. Alles klar, der geht erstmal ein bisschen. Letztes Mal waren wir in dieser tollen Arena hier und haben natürlich gesiegt. Wir mussten dafür leider Whisper niederstrecken, aber was soll's, wir haben 10.000, ja Dollar genau, Gold dazu gekriegt, deswegen, wir haben jetzt 59.000. Ist schon ein bisschen, würde ich sagen. Und, ja. Jetzt sind wir ziemlich rich. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Bowerstone, denn wir können ja jetzt nach Nordbowerstone, wurde uns jetzt geöffnet. Und die Lady Grey will uns ja auch sehen. Oder wir gehen erstmal in die, wie heißt's, Heldengilde, um mal zu gucken, was da so für Quests auf uns warten. Zum Schluss kam ja dann noch so ein Räubertyp an, der natürlich extra auf die Insel reist, um uns zu sagen, dass wir ins Haus der Familie Grey kommen sollen. Für unsere Schwester. Die wartet anscheinend auf uns. Also werden wir das auch noch machen. Aber mal schauen, ne? Erstmal in die Heldengilde. Ich glaube zwar jetzt sind noch nicht so viele Quests neu, aber also neue Quests da, aber mal schauen. Okay, zwei. Sucht den verschollenen Bruder des Händlers und bringt ihn in Sicherheit. Durchbrecht eine Belagerung in Notre Glade. Händler Rettung war das da. Ja, der Vollständigkeit halber sollten wir eigentlich alles machen, oder? Das beides das gleiche Gebiet hier für der Händler und Händler Rettung. Machen wir zuerst mal das hier. Oder können wir gleichzeitig annehmen? Können wir auch machen, alles klar. Bloß Großstadt natürlich. Und ich hätte mich vorher verbessern sollen. Naja. Dann gehen wir halt nochmal zurück und müssen nochmal eine Ladezeit auf uns nehmen. Kein Ding. Alles cool. Kein Schutz. Nimmt keinen Schaden. Was ist das jetzt für eine Quest? Händler Rettung. Das kriegen wir dann bestimmt auch noch hin. Nicht so wie in der Arena. Tötet niemanden. Als ob. Das kriegen wir wahrscheinlich hin, aber das lohnt sich halt echt nicht für 1000 Gold. Deswegen lasse ich es einfach mal. Bei Durchbruch. Mach den kurz Nacken, nimm keinen Schaden. Ich das mit Hilfe ohne Wächter, das kriegen wir hin. Denn man kann dann nämlich so Wächter als Freunde besorgen. Die einem dann helfen, diese Belagerung aufzuhalten, aber. So, was brauche ich nicht? Was? Ich bin der Richtige für den Job? Doch, das ist ziemlich klug. Vor allem, ich habe mir vorhin noch mal die erste Folge von Fable angeguckt. Und wenn man das einfach so vergleicht, was für ein kleiner Knirps man da so war. Und jetzt ist man so ein übelst riesiger, fetter Muskelprotz, der, ja, ziemlich fett ist. Das finde ich schon ziemlich extrem. So, ich würde sagen, wir verbessern Körperbau, weil es am teuersten ist. Jetzt haben wir noch 40.000 übrig, können wir eigentlich alles einmal verbessern, ne? Machen wir auch. Machen wir. So. Tempo. Tempo. Mal ein bisschen List. Was gibt's hier so Tolles? Höllische Wut könnten wir eigentlich auch mal wieder verbessern. Machen wir mal, wir benutzen es relativ selten. Zeit verlangsamen. Körperlicher Schild, Berserker. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Aber soll ich es verbessern, weil ich es hab? Ich weiß es nicht. Wie viel kostet das? 6.000. Ach komm, machen wir einfach mal. Einmal geht schon. Zauberkraft geht auch nochmal. So, ich würde sagen, Zeit verlangsamen können wir dann auch nochmal verbessern. Haben wir gemeistert, sehr schön.
Berserk haben wir gemeistert. Joa. Joa. Alter, wie fett wir sind. Die breiten Schultern, ey. Diese Narbe im Gesicht sind auch sehr schön. Also, das finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Aber mal doppelt so breit wie der Helden, wie der Gildenmeister. Wieder nette junge Männer zur Ausbildung? Also, die Körpergröße, die wir vorhin hatten, bevor ich mich jetzt verbessert habe, fand ich eigentlich schon optimal vom Aussehen her. Zumindest ist es schon ein bisschen zu krass vielleicht. Aber das ist ja jetzt echt extrem. So, Südbauerstone. Was auch ganz toll aussieht, ist, wenn man sich auszieht, aussieht, auszieht und dann Berserker einsetzt, weil dann ist man so ein wirklich ein richtig fetter Klops. Aber, ach, zeige ich euch einfach gleich. Das sieht halt einfach richtig, richtig komisch aus. Aber hier können wir es natürlich nicht machen, weil hier Und die jetzt Zauber bloß verboten nichts sind. Dummes. Schnell, Kinder, weg von ihm. Kommt sofort her. Tja, die hört anscheinend nicht. Mensch, die ist aber echt schnell. Ach, ich weiß, wo die hin will. Ups. Ja, ist ja gut. Guten Tag. Wehe mir. Mein Sohn ist krank. Mein Sohn, mein armer kleiner Junge. Wir haben ein Picknick am Aussichtspunkt gemacht, wo er diese komischen Pilze fand. Die Hexe in Bowerstone Key sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen. Sie benötigt jedoch noch weitere Pilze, um ihn zu heilen. Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich muss für all die sorgen. Könnt ihr uns helfen? Naja, nur weil es der gute Aldi ist. Das ist halt die Quest, warum wir die Pilze sammeln. Ja, wie viel haben wir denn gerade? Kann ich ja mal nachgucken. Ist das hier? Weiß es nicht. Bestimmt hier. Geschenke? Ja, jetzt was zählt das jetzt? Das hier, ne? 12 Silberschlüssel schon. 2 Pilze haben wir. Einmal von dem Händler in den Grabhügelfeldern und ich glaube am Brunnen. Oder vor der Dämonentür in der Heldengilde. Ja, ich weiß wo lang. Na gut, gehen wir erstmal hier hoch nach Nordbaustone. Boverstone. Hallo auch. Ja, ihr seid bekannt genug, um einzutreten. Bekannt genug, wie sich das schon anhört. Alles klar, da schlägt erstmal die Tür direkt vor meiner Nase zu. Kein Ding. Jetzt kommen wir in das Nobelviertel. Willkommen in Nordbauerstone, o Held. Dies ist ein ruhiger Distrikt und es soll auch so bleiben. Bei unzivilisiertem Verhalten landet man hier schnell in unserer Arrestzelle. Wir haben jetzt einen wirrplappernden Irren dort, aber der macht es nicht mehr lange, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun denn, Lady Grey wünscht euch zu sprechen. Ihr findet ihre Gnaden im Garten vor ihrem Anwesen. Das ist eine große Ehre, sogar für einen Helden. Also benehmt euch. Gut. Mache ich. Die Bürgermeisterin scheint euch zu mögen, aber denkt bloß nicht, dass ich euch aus den Augen lasse. Quatsch. Da kommt jemand entgegengerannt. Wollt ihr nicht mit mir reden? Ja, will ich. Guten Tag. Ihr seid das also, von dem alle Welt redet. Ich muss sagen, ihr habt mich neugierig gemacht. Gehen wir im Hof spazieren? Ich würde mich so gern mit euch unterhalten. Es ist wunderschön hier, oder? Dreimal so breit, ey. Allerdings scheint es mir der einsamste Ort auf der Welt zu sein. Ich bin noch unverheiratet. Ich traf bisher keinen Mann, der meiner würdig gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer gewusst, dass jemand, der die Arena erobern würde, auch mich erobern könnte. Bringt mir ein Geschenk aus der Stadt mit, ja? Ihr findet bestimmt etwas, das einer Dame gefällt. Was? Aber ich weiß schon, das perfekt.
keine faulen Tricks. Alles klar, danke, dass du uns belauschst. Ich weiß natürlich schon das perfekte Geschenk für so eine Dame. Hat der Shop noch offen oder ist es schon Nacht? Ah, es ist schon Nacht. Raus da! Was? Tja. Dann machen wir das später. Dann gehen wir jetzt erstmal zu unserer Schwester. Die wollte ja noch was, ne? Die wollte noch was. Das war bei den Grabhügelfeldern. Beziehungsweise bei dem Haus der Familie Grey. Waren wir da überhaupt schon? Nee, waren wir noch nicht. Sonst wäre das ja gekennzeichnet. Mensch, neues Territorium. So, da ist ja der Darkwood, von da wir ja mal kamen. Und hier auch sehr einladend ist das Haus der Family Grey. Haus der Familie Grey. Oder auch Grey House. Du hast Messer Jack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargate-Gefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Oh, und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Okay. Ich kann ja mal zusammenfassen, was in dem Buch steht. Dafür muss ich mal ganz kurz reinlunzen, was da so alles verfasst wurde. Messerjack, die Geschichte der Gilde. Die Gilde der Versager, auch eines meiner Lieblingsbücher. Die Blutlinie, genau. Darum geht es quasi, dass... also darum geht es in dem Buch, dass die Mutter von uns, also von Theresa und meiner Wenigkeit, zu einer alten Blutlinie gehört, die quasi ein Schlüssel für einen mächtigen Ort ist, wo ein Schwert versteckt ist. Und zwar das Schwert der Ewigkeit. Das ist ein Schwert aus einer anderen Dimension, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganz hundertprozentig war, aber ich glaube das schon. Bloß, dass man das nicht im Spiel erfährt, also nicht hundertprozentig genau, sondern eher so angedeutet. Und das Schwert ist halt wirklich übelst mächtig, so wie sie es gerade eben gesagt hat. Und Messer Jack ist da hinterher, hinter dem Schwert. Das möchte er halt haben. Und deswegen hat er halt auch unsere Mutter eingesperrt und möchte natürlich auch uns beide haben. Denn, ja, unsere Mutter ist anscheinend sehr widerstandsfähig und zeigt ihm nicht das Versteck des Schwertes. Also, beziehungsweise... Ja, weiß nicht, wie man es damit aufspielen kann, aber sie lässt es anscheinend nicht zu. Ja, deswegen will sie wohl uns haben. Oder will er uns wohl haben. Und was wollte ich jetzt noch nachgucken? Irgendwas wollte ich noch nachgucken. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich hab's vergessen. Oh, so ein Schnauzer könnte man es ja auch mal machen, ne? Ich würde sowieso mal zum Friseur. Ich weiß es nicht mehr. Gehen wir mal hier rein. Eine Falle! Ja, leicht easy. Okay, da müssen wir jetzt anscheinend graben.
Oh, ja. Sehr schön, dass wir den jetzt finden. Und nicht vor der Arena. Aber ich weiß noch einen sehr guten Ort, wo man einen hohen Kampfmultiplikator kriegen kann. Oh, ja, noch viel besser. So, einen 10er Schlüssel haben wir ja schon. Beziehungsweise 10 Schlüssel haben wir ja schon. Schärfenverstärkung. Erhöht einfach den Schaden der Waffe. Ist auch nicht schlecht. Können wir ja tatsächlich auf unsere Waffe klatschen. Ja, machen wir, oder? Einfach, dass der Schaden erhöht wird, ist doch auch nicht schlecht. Machen wir. Nice. Wie stark ist die jetzt im Vergleich zu anderen? Ach, die haben wir alle verkauft, okay. Knarzt ein bisschen. Normaler Bart. Ja, wir gehen jetzt gleich mal zum Friseur. Dann ist noch eine Dämonentür. Die kriegen wir aber noch nicht auf. Da ist wieder so eine Fee, die ich überhaupt nicht mag. Ich weiß aber noch eine Dämonentür, die wollte ich eigentlich auch schon länger aufmachen. Die ist nämlich im Greatwood, da wo wir einst mal langgelaufen sind. Das ist jetzt auch schon sehr lange her. Da bei diesem Camp von den Räubern, das wir damals ausgerottet haben, was ja jetzt auch schon sehr lange her ist. Es ist Greatwood George. Der George, der alte George. Oh, ein Hit, der ist down, ey. Aua! Wie hält er aus? Ein, zwei, alles klar. Auch nicht viel besser. Ist schon ziemlich heftig. Ja, genau, in die Greatwood-Schlucht. Der alte George. So wie es hier auf der Karte steht. So, die hier. Guten Tag. Wir machen das so. Ihr tut vor mir etwas schrecklich Böses. Dann gehe ich auf. Wir machen. Alles klar, eigentlich müsste man dafür böse aussehen, aber anscheinend ist unser böse Tatenkonto noch nicht voll. Das könnte ich auch mal ändern, so langsam. Wie kann man denn hier runter scrollen? Gar nicht, alles klar. Personen, die sich in euch verliebt haben, null. Oh. Steht hier leider nicht, wie böse wir sind. Oder? Ganz oben. Held. Grundhaltung minus 100. Ist doch das Böseste, was gibt. Was gibt? Vor allem seitdem der Überfall war, hat Messer Jack unsere Mutter eingesperrt. Wir sind 39. Wir waren damals vielleicht 8. Also ist die schon ein bisschen lang im Gefängnis, würde ich sagen. Aber auch nur ein bisschen. Ja gut. Gehen wir nochmal nach Notto Glade und machen diese Quest. Dann haben wir wenigstens auch was Sinnvolles in der Folge gemacht, auch wenn die jetzt schon wieder 20 Minuten lang ist. Oder wir machen das im nächsten Part, ist auch eine gute Idee. Das ist eine super Idee. Das ist halt voll der Cliffhanger. Halt! Ihr seid der Held, den sie geschickt haben. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Diese verdammten Dorfbewohner halten unseren Boss gefangen und wollen ihn hängen. Ich will, dass ihr dem Obermarker da eine Nachricht überbringt. Sagt ihm, dass wir sein kostbares Dorf dem Erdboden gleich machen, falls er uns unseren Boss nicht zurückgibt. Verstanden? Macht euch los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Alles klar. Dup-di-dup-di-du. Lass diesen Räuber nicht davonkommen, er hat dieses Dorf schon viel zu lange ausgeplündert. Wir
Wir beobachten ihn vom Hügel oberhalb der Taverne aus. Da wird er absteigen. Ihr müsst euch also nur dorthin begeben und das Räubergesindel dieses Abschaums erledigen. Sprecht mit dem Wächter dort. Wenn ihr bereit seid, dann wird er für euch die Tore öffnen. Ich ziehe mich in meine Hütte zurück. Viel Glück. Tschö. Genau. Geht nach Nottergleit und sprecht mit dem Führer der belagerten Räuber. So. Wir dürfen ja keine Hilfe annehmen und auch keinen Schaden kriegen. Aber wie gesagt, das machen wir im nächsten Part. Ich wünsche oder ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.